Da bin ich schon wieder und dieses Mal mit, das war zu weit geschoben. Ist gar nicht so einfach mit dem Setup gerade, mit einer Riesenkiste. Ich habe so ein bisschen die Bestellwut, beziehungsweise die Ersteigerungswut hat mich gefangen. Und nachdem ich ja letztens erst die Barks Library gezeigt habe, hatte ich direkt, ich glaube es war derselbe Abend oder ein Abend später, die nächste Sache bestellt. Hier im besten Paket, nicht Paket, sondern Gewebeband eingepackt, das Ganze. Ich will hier eigentlich nicht so reinstechen, weil da hast du immer die Gefahr, dass du ein Buch oder so triffst. Ich hoffe echt, dass hier genug Schutz drauf ist, sodass ich jetzt keine Bücher zerstöre. Aber diese Kiste ist groß, schwer und gut verklebt. Also alles bestens, um hier ein schönes Unboxing draus zu machen. Oh, das war nochmal richtig hart. Als ich die Kiste zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich so ein bisschen, ob da wirklich alles reingepasst hat, was ich bestellt habe. Weil, jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Jetzt seht ihr gleich, um was es sich hier handelt. Ich habe so gesehen einen weißen Wal. Ich glaube, das ist eigentlich... Das muss ich jetzt mal öffnen, aber ich glaube, das ist nur Füllmaterial. Eine kleine Kiste, nur Füllmaterial, beziehungsweise wie so ein Schwamm. Es fühlt sich an, als hätte man hier so einen SpongeBob-Schwammkopf eingepackt. SpongeBob. Aber ich glaube nicht, dass hier ein Santiano Cisma drin ist, sondern einfach nur ein bisschen... Ja, hier ist einfach ein bisschen Wolle, um das Ganze abzufedern, dass alles reinpasst. Witzig. Hätte ich eine Katze oder so, dann wäre das perfekte Spielzeug. So, jetzt sieht man nämlich auch schon, was ich hier Feines bestellt habe. Ich habe so gesehen einen meiner weißen Wale gefangen oder einen meiner weißen Walträume erfüllt. Und zwar handelt es sich um die Gottfriedson Library. Der, wie soll man sagen, der treue Zuschauer wird sich denken, warte mal, hast du die nicht schon? Und da muss ich sagen, gut aufgepasst, mein Lieber, gut aufgepasst. Ich habe von den 12 Bänden, warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, genau, von den 7 Schubern, also 14 Bänden, habe ich nämlich 6 schon dastehen. Aber es gibt einen Schuber, der einfach dauervergriffen ist und den du einfach nicht zu greifen bekommst. Und wenn man ihn dann doch irgendwo mal auf dem Flohmarkt, also oder bei der Comicbörse eher, sieht oder er doch mal irgendwo im Internet ist, dann zu Preisen, wo sich die Fußnägel einem hochziehen. Hier haben wir so gesehen meinen weißen Wal, den ich jetzt fangen konnte. Rise of the Rhyming Man und Planet of the Face Foes. Die beiden Ausgaben 9 und 10 der Gottfriedson Library, die gefühlt immer vergriffen sind oder auch nicht mehr nachgedruckt werden. Keine Ahnung, was da los ist. Auf jeden Fall der Band, den man nicht mehr findet und wenn zu Preisen, die nicht legal sind. So, damit habe ich die Floyd Gottfriedson Library fast zweifach und vollständig. Aber es war halt einfach zu einem Preis angeboten, den ich fair fand. Und so gesehen kann ich ja jetzt meine zweite Library...
Gottfredson Library. Oh, ich muss diesen Karton hier weg. Wenn jemand Interesse an Gottfredson Library Schubern hat, ich habe... das Kamerabild ist nicht optimal. Die Dinger sind einfach riesig. Oder ich muss einfach weiter weggehen damit. Die machen halt auch was her vom Bild her, finde ich. Die sehen schon ultra schmuck aus. Ja, damit kann man doch arbeiten. Oh. Da macht dann aber das liebe Stativ nicht mit, oder? Die sehen schon supi aus. Jetzt wollte ich mir den hier aber nochmal genauer angucken, weil ich ihn, wie gesagt, noch nie hatte. Deswegen machen wir mal das Bild wieder tiefer. Können wir damit arbeiten? Ja, das sieht auch nach einer guten Kameraperspektive aus. Auf jeden Fall, das ist der verdammte Schuber, den du nirgends findest. Den man einfach nicht bekommt. Der einfach immer teuer oder ausverkauft ist. Meiner Meinung nach liegt es ja nur an dem kleinen Kerlchen hier, weil, wenn mich nicht alles täuscht, hier drin seine erste Geschichte ist. Also Gammas erster Auftritt müsste hier drin zu finden sein. Und das macht scheinbar, also ist zumindest eine Erklärung, die ich mir da gebe, diesen Band oder diese beiden Bände so schwierig zu bekommen. Ist das jetzt... Ah, okay. Also er scheint in Nummer 9 zum ersten Mal aufzutauchen. Und gucken wir mal ganz kurz durch. Wie witzig, ich rede von weißen Walen und das erste, was ich hier aufschlage, ist ein Comic, in dem scheinbar ein Wal auftaucht oder gefangen wird oder so. Auf jeden Fall habe ich sie damit endlich vollständig. Kann auch dieses Kapitel abschließen und mal in Ruhe durchlesen. Wir machen kurz einen Schnitt und dann geht's gleich mit dem zweiten Buch weiter. So, jetzt also Buch Nummer 2, das, wo Gamma auch der Held des Covers ist. Cinderella. So. Feinste Mickey Comics. Wobei ja eh, finde ja so Gamma, Atömchen und so sind eh so ziemlich unterschätzte Charaktere. Denn wenn wir wieder bei dem Punkt hier heimliche Helden, wäre doch eine gute Möglichkeit gewesen. Also nee, nicht Entenhausen Stars meine ich, wäre eine gute Möglichkeit für heimliche Helden gewesen. Da hätte man sowas wie ein Gamma oder ähnliches definitiv mal auftauchen lassen können. Und hier sind wir wieder bei Walen, ne? Dieses Buch ist im wahrsten Sinne des Wortes der weiße Wal gewesen. Jetzt ist er meine. Haha. Ich bin gespannt, wie mir die Geschichten zusagen werden. Hab ja schon Tränen gelacht, als es um... Oh nein, Kasperl Mickey. Tränen gelacht, als es um die ersten paar Bände geht. Zum Beispiel die erste Geschichte mit dem Phantom, die in Outwisted Phantom Blood zu lesen ist. Ist wirklich, wirklich witzig gewesen. Weil Mickey sich da, um das Phantom zu fangen, wie soll man sagen, sehr seltsam verhält. Und zwar tut er dem Phantom seine Taktik nachmachen. Und dabei kommt es zu einer Szene, wo er ein kleines Kind beklaut und das ganze Dorf in der Ende aus der Stadt jagt. So, da haben wir sie nochmal. Ich stelle sie jetzt nochmal so auf, dass man die Buchrücken sieht. Also nicht die Buchrücken, sondern die Seite. So werde ich sie dann, glaube ich, auch am Ende irgendwann ins Regal stellen.
Ich werde die Bücher und die dazugehörigen Schuber definitiv noch mit meinen Schubern, die ich schon habe, vergleichen, sodass bei mir dann die schönste Variante sozusagen steht. Und den Rest der Schuber, ja, werde ich dann wohl verkaufen können. Hoffentlich hat jemand daran Interesse. Jetzt sieht man nochmal alle Schuber, wie ich sie mir irgendwann ins Regal stellen werde, wenn ich sie durchgelesen habe. Beziehungsweise wir können auch noch die andere Seite mal angucken. Könnten wir ja sagen, was ihr schöner findet. So, das ist dann noch die Front. Ich habe schon gesehen, so ein bisschen sehen ein paar von den Büchern aus, als wäre der Buchrücken ein bisschen zu viel schon in der Sonne gewesen. Da werde ich dann wirklich, glaube ich, mal gucken, ob nicht das ein oder andere Buch in meiner Sammlung schöner ist und dann so ein bisschen austauschen, dass ich am Ende das Beste von allen Welten bekomme. Und was mir auch gerade auffällt, hier ist so eine kleine, das Buch tanzt ein bisschen aus der Reihe, was das Logo angeht. Warum auch immer ist hier das Fantagraphics Book Logo nicht mit weißem Hintergrund. Auch noch interessant ist, Kamerafahrten, die Rückseite, die immer noch zwei große Splash-Panels aus den jeweiligen Comics genommen hat oder nimmt und zeigt. Und mit diesen Bildern verabschiede ich mich auch schon wieder. Es wird auf jeden Fall eine Freude sein, sich das Ganze mal durchzulesen. Und ich hoffe auch, dass ich meine alten oder meine doppelten Alben so ein bisschen wieder loswerde. Aber die sind, glaube ich, schon recht begehrt. Schauen wir mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Euer Lucky. Bye.